Und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, den Verräter entlarvt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob wir den Verräter da entlarvt haben, ob es halt Galien ist oder ob es Galien jetzt halt wirklich war. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil, ja, ich weiß nicht, ich hab ein ungutes Gefühl, aber während alle anderen Zeugen hatten, dass sie bei dem Überfall irgendwo anders waren, war Galien der keine Zeugen nennen konnte. Deswegen, es kann nur Galien gewesen sein. Also ihr könnt mir viel erzählen, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass das halt irgendwie... Achso, wir haben auch neue Fähigkeiten. Fertigkeiten, meine ich. Das Ding ist halt... Das sollten wir uns jetzt mal holen, damit wir auf den halt drauf gehen können. Damit wir unseren... Ja, unseren dritten... Adrenalinstub haben da. Der Weg des Bären. Zwei Sachen, die auch gut sind, die man sich holen sollte. Und dann sollten wir wieder ein bisschen auch... Und wir sollten auch hier mal ein bisschen was machen, ne? So, so viel dazu. Aber ich wollte eigentlich auf die Welt gucken. Um mal zu gucken, wie weit wir da laufen müssen. Genau, das ist nämlich hier. Und da können wir über Schnellreise hin. Schnellreise und dann reisen wir mal schnell zu Soma hin. Und dann hoffe ich mal, dass wir Wiegmund und damit auch diese Questreihe jetzt abgeschlossen haben. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, dass das jetzt in die Hauptquest halt mitverwoben ist. Das ist schon schön gemacht. Ich überlege auch vielleicht die Ladezeiten halt rauszuwerfen. Also rauszuschneiden. Da müssen wir mal gucken. So. Soma wäre da hinten... Wir sollten jetzt auch gar nicht mal so viel in der Umgebung mal rumsuchen und nach Schätzen suchen, sondern wir sollten halt wirklich mal gucken, dass wir jetzt mal loslegen und mit der Hauptquest jetzt weitermachen. So. Oh, ich sag ja, England ist so anders schön, ne? Es ist richtig gut gemacht. Was? Was ist los, Bulle? So. Soma! Die verräterische Ratte ist jetzt in Hell. Und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Können wir mit denen reden? Das wüsste ich gerne. Ich wüsste gerne, was die... Soma. Eivor. Du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Finde Wigmund und töte ihn. Er hält sich in das Kloster auf der Insel Elge zurück. Er hat sich in das Kloster auf der Insel Elge zurückgezogen. So ist es doch richtig. So ist es grammatikalisch doch richtig gewesen. Es tut mir leid. Es tut mir leid.
Schönen, leite mich. Er versteckt sich. Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Eivor, Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wiegmunds. Wenn ich gesehen werde, gibt es das Kloster, wird er nicht lebend verlassen. Nee, das wird er auch nicht. Ich hoffe, wir können ihn so töten. Ich hoffe, das mache ich so richtig. Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwas mache ich gerade falsch. Achso, das sind die Leute, das sind unsere Leute. Oh, Sommer, ich liebe dich. Nicht in Frieden. Thank you.
So. Wir brechen es mal auf. Hey, ich schaffe das nicht allein. Hey. Na, das war's wohl damit. Dann plündern wir mal ein bisschen. So, das nehmen wir nochmal mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich versuche hier. Oh, lesen. Bleib dem Sumpf fern. Sie. Alter! Ich lass dich ausbluten. So. Das muss mal kurz vom Schrank zensiert werden. So. Mal kurz lesen. Bleibt im Sumpf fern. Sie lauert im Sumpf. Eine grausige, entsetzliche Gestalt. Sie zu stören heißt, einen Dämon zu wecken. Und zwar die Art, die deine Seele verschlingt. Haltet euch fern. Haltet euch fern. Ja, Moment. Ich weiß zwar nicht, wie du hier reingekommen bist, aber... Ne? Boah, die Musik, ne? Ich liebe das. Ah, da, bei sowas liebe ich das Spiel echt, ey. Hallo? Lass ihn mich... Alter! Lasst mich durch! In multis super frontis laborium. Ja, mein Gott! Du wirst elendig sterben, du Ass! Du kannst mich nicht töten, Roma! Nicht wirklich! Denn was ich bin, ist unsterblich! Hör auf zu plappern und stirb! Das überlebst du nicht! Oh, da ist er schon tot. Das haben wir gar nicht. Wegmord. Huch, das haben wir gar... Oh, da waren wir jetzt mit dem anderen beschäftigt. Das tut mir leid. Das hätte ich vielleicht doch mitnehmen sollen fürs Let's Play. Schade. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht Wichtiges... Halten Sie ihn auf! Den Halt! Den Wikinger!
aus! Mich aus euren Köpfen verbannen! So kämpft doch für mich! Sterb für mich! Sterb für mich! So bittet man aber nicht um Aufopferung. Ihr Leben für deines. Ist es das, was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum, kein Titel. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht! Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Aber warum ist Odin immer bei uns, wenn wir die Ordensmitglieder töten? Das ist das erste Mal aktiv, dass wir... Wir sollten zum Lager zurück, ehe ich mich vergesse und hier alles niederbrennt. In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser können neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Dafür hast du in mir und meinem Plan neue Verbindung gesucht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast, nur es ist schwer, dieses Ende zu sehen, wenn man noch im Auge des Sturms steht. Ja. Das ist wahr, Soma, aber ich würde gerne hier noch ein bisschen was plündern, wenn ich die Möglichkeit schon habe, Sachen mitzunehmen. Es gibt viel zu holen. Ja, natürlich. So, komm. Baumaterialien. Sauber. Oh, Moment, das lesen wir gleich. Die Musik, ey. Brief an den Orden der Ältesten. An den Orden. Es gab ein erneutes Aufbegehren. Die Dänen von Grantabrück haben sich durch Hilfe von außen zusammentun können. Sie haben die Stadt zurückerobert und meine Verbindungen gekappt. Ich bin abgeschnitten. Ich habe mit den Männern, die noch übrig waren, zum Kloster auf der Insel Elge... Ich habe mich mit den Männern, die noch übrig waren, zum Kloster auf der Insel Elge zurückgezogen. Hier werde ich bleiben. Bist du... Der Brief endet abrupt. Es ist einfach stark, ne? Es ist einfach... Dieses Spiel ist einfach nur... Pornway. So, was haben wir denn da? Los, ich brauche hier Hilfe. Thank you.
Hauptzug abgeschlossen. Geil. Achso, ja. Warte mal, ich schließe mal kurz auf. Ja, so mal. Ich will dich nicht abschießen. So. So, ich guck mal kurz, ob wir hier noch mal was anderes haben hier. Ja. So. Da gibt es tatsächlich wieder was zu holen. Die Frage ist halt nur, wie drankommen. Ich würde hier gerne, wenn es möglich ist, mir halt die Sachen so holen. Na? Weil das ist ein Fähigkeiten, weil da kriegen wir wahrscheinlich wieder so ein Fähigkeitenbuch, was wir uns holen sollten. Also diese Fähigkeiten sollten wir dringend sammeln, weil die sind Imbar. Imbar, ne, mit, ihr wisst schon, Leute, ne? Aber ich weiß auch gerade nicht. Ob es halt andere Eingänge zu gibt, das ist halt so. So. Diese Beute, verschwinden wir. Ja, wir verschwinden mal ganz schnell in den Endscreen. Ja, das ist doch mal irgendwo eine gelungene Folge. Ne, wir haben jetzt Wiegmund endlich beiseite geschafft. Wir haben ihn beseitigt. Das heißt, Soma und Grantabrück dürften wieder im Frieden leben können. Aber der Wiegmund hat eigentlich was sehr Interessantes gesagt, was auf die ganze Assassin's Creed Lore ja irgendwo zutrifft. Egal, was wir tun, der Orden der Ältesten bzw. die Templer leben woanders immer weiter und machen uns dann in irgendeiner anderen Epoche wieder das Leben wieder so zur Hölle, dass wir wieder den ganzen Orden wieder ausmerzen müssen. Also, ne, es ist, der ganze Templerorden fühlt sich an wie so eine Hydra. Du schlägst einen Kopf nach und dann wächst irgendwo wieder der nächste wieder nach. Aber gut, wie es mit Soma und Grantabrück jetzt weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne. Und ciao mit Au. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, many foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow, noble bark I steer, steady course to the haven. Few many foemen.